Der rechte Rassemblement National von Marine Le Pen hat die erste Runde der französischen Parlamentswahl gewonnen. Wie das Innenministerium am Montagmorgen mitteilte, entfielen auf den RN 33% der Stimmen. Marine Le Pen sprach am Abend von einem Sieg. Das französische Volk habe das Lager von Macron praktisch ausgelöscht. Sie hoffe, dass der RN-Parteivorsitzende Jordan Bardella Regierungschef werde. Der Zusammenschluss von Linken und Grünen kam bei der Wahl am Sonntag laut Daten des Innenministeriums auf den zweiten Platz mit etwa 28%. Die Gruppierung von Präsident Emmanuel Macron, Ensemble, erreichte mit 20% nur den dritten Platz. Ein Ausgang, der in etwa die Umfragen vor der Wahl widerspiegelte. Macron hatte nach der Niederlage seiner Partei bei der Europawahl Anfang Juni überraschend vorgezogene Parlamentswahlen angesetzt. Die Beteiligung an der Abstimmung war deutlich höher als 2022. Bis 17 Uhr hatten etwa 60% der Franzosen ihre Stimme abgegeben. 2022 waren es nicht einmal 40%. Entscheidend wird nun der zweite Wahlgang am nächsten Sonntag sein. Ob der RN hier seine Spitzenposition behauptet, hängt stark vom Verhalten der anderen Parteien in der Stichwahl ab. Das Linksbündnis kündigte bereits an, seine Kandidaten zurückzuziehen, wenn sie nur auf Platz gelandet waren. Wir werden nicht zulassen, dass der RN irgendwo gewinnt, sagte Linkenführer Jean-Luc Mélenchon. Nahezu wortgleich äußerte sich der amtierende Ministerpräsident Gabriel Attal, der Macrons Partei angehört. Die Aufgabe sei klar, eine absolute Mehrheit für den Rassemblement National zu verhindern. Macron selbst forderte per Pressemitteilung, in der zweiten Wahl nur Kandidaten zu unterstützen, die klar republikanisch und demokratisch seien. Gegen den Rechtsruck bei den Wahlen gab es am Sonntagabend Proteste. In der Stadt Nantes zogen hunderte Menschen durch die Straßen und riefen Parolen gegen den Rassemblement National. In Paris kam es bei einem Protestmarsch einiger Dutzend Demonstranten auch zu Ausschreitungen in der französischen Hauptstadt.